Hallo, heute habe ich mal einen Tipp für alle Gewerbetreibenden, die mit dem Gedanken spielen, einen eigenen Markeneintrag vorzunehmen oder eine eigene Marke aufzubauen und zu etablieren auf dem Markt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen gibt es natürlich die Standardversion, dass man beim Deutschen Marken- und Patentamt eine Marke anmeldet, einen Markennamen. Dafür muss man meistens einen Patentanwalt engagieren, der für einen recherchiert, ob der Markenname, den man sich ausgedacht hat, schon anderweitig benutzt wird und man damit ältere Rechte verletzt, denn im Markenrecht gilt, die alte Marke hat Vorrecht vor der neuen Marke. Das heißt, wenn irgendjemand schon einen Markennamen benutzt und den noch in der gleichen Warengruppe, in der ihr auch eure Marke ansetzen wollt, dann hat der, der die Marke schon vorher benutzt hat, natürlich die älteren Rechte. Diese Rechte sichert man sich einerseits eben durch so einen Markeneintrag bei dem Deutschen Marken- und Patentamt, was allerdings recht teuer ist. Je nachdem, wenn man diesen Eintrag alleine vornimmt, ohne Anwalt, was sich allerdings nicht empfiehlt, ist man auch schon im dreistelligen Bereich unterwegs, günstigstenfalls. Wenn man noch einen Anwalt, der sich auf Markenrecht spezialisiert hat, dabei mit ins Boot nimmt, der erstmal eine Recherche für einen vornimmt, dann wird es sehr schnell vierstellig oder auch fünfstellig. Jetzt ist es so, wie ich schon sagte, die ältere Marke schlägt die neue Marke, dass man sich Markenrechte aber auch dadurch sichern kann, dass man diese Marke einfach benutzt hat schon geschäftlich und dadurch eine gewisse Bekanntheit auf dem Markt erreicht hat. In so einem Fall muss man die Marke noch nicht einmal eingetragen haben und kann trotzdem Markenrechte haben. Dazu gibt es auch diverse Gerichtsurteile. Und dies ist gerade dann interessant, wenn man selber zum Beispiel Kleinunternehmer ist und sagt, ich kann mir das gar nicht leisten. Ich will zwar gerne eine eigene Marke haben für meine selbst hergestellten Produkte oder für No-Name-Produkte, die ich aus dem Ausland importiere. Aber ich kann mir nicht leisten, einen Markeneintrag zu machen oder es rechnet sich einfach nicht für mich und einen Patentanwalt einzuschalten, kann ich mir schon gar nicht leisten. In dem Fall empfiehlt es sich, dass ihr erstmal den Markennamen, den ihr euch ausgedacht habt, recherchiert und herausfindet und sicherstellt, dass niemand sonst in der gleichen Warengruppe schon sich diesen Markennamen registriert und reserviert hat und ihn benutzt. Dazu müsst ihr einerseits erstmal bei der DPMA-Registerstelle, Deutsches Patent- und Markenamt, da geht ihr auf den Reiter Marken und da kommt ihr dann in die Einsteigerrecherche. Dort könnt ihr dann den Markennamen hier eingeben und dann hier unten Recherche starten. Und da schon mal erstmal sichern, dass niemand sich diesen Markennamen vorher schon gesichert hat. Wenn ihr das ausschließen könnt, empfiehlt es sich auch zu recherchieren, gibt es irgendwelche Domains, die diesen Namen schon haben? Dann ist auch unwahrscheinlich, dass ihr da nochmal durchkommt, indem ihr das nachmacht mit dem gleichen Markennamen. Und auch sonst über die Google-Suche einfach mal euren Markennamen eingeben, den ihr euch ausgedacht habt und gucken, ob dieser Name irgendwo auftaucht, schon im geschäftlichen Bereich. Wenn das der Fall ist und noch dazu in einem Bereich, in dem ihr selber aktiv werden wollt, gleiche Warenart, zum Beispiel ihr wollt Kinderkleidung verkaufen und jemand anders verkauft aber auch schon Kinderprodukte mit dem gleichen Namen, dann könnt ihr auch davon aussehen, dass er die älteren Rechte hat, selbst wenn er seine Marke nicht eingetragen hat. Habt ihr diese Recherche beendet und seid euch sicher, mein Markenname, den ich mir ausgedacht habe, der wird noch von niemandem sonst in diesem Warenbereich benutzt und ist auch nirgendwo gesichert und registriert, dann solltet ihr zwei Dinge tun. Erstens, geht zu einem Provider eurer Wahl und registriert euch dort die Domain, die DE-Domain zu eurem Markennamen. Also sprich www.meinemarke.de. Diese Domain solltet ihr euch dann sichern. Dabei solltet ihr dann zusehen, dass ihr auch ein Weiterleitungsmodul dazu bucht bei der Domain. Das heißt, eure Domain leitet dann weiter, zum Beispiel auf euren Online-Shop oder auch auf euren eBay-Shop. Hier solltet ihr ebenfalls als Namen den Markennamen nehmen. Dann solltet ihr darüber hinaus auch unter diesem Shop Waren verkaufen unter diesem Namen. Wenn ihr das getan habt, dann reichen schon laut Gerichtsurteilen zwei Verkaufsaktionen, um euch diesen Markennamen als euer Recht zu sichern. Dann braucht ihr den auch nicht eingetragen zu haben. Wenn dann jemand auf die Idee kommt, ich trage mir jetzt diesen Markennamen ein, habt ihr allein schon dadurch, dass ihr unter diesem Namen als DE-Domain und eBay-Shop nachweislich Produkte verkauft habt, die älteren Rechte an diesem Namen und habt sehr gute Chancen, auch ohne Markeneintrag, den anderen daran zu hindern, ebenfalls diesen Namen zu benutzen. Das als Tipp für alle,
die sagen, ein Markeneintrag kommt für mich aktuell nicht in Frage, weil ich einfach das Geld dafür nicht habe. So könnt ihr auf eine recht günstige Art und Weise trotzdem euch die Rechte an einem Namen relativ gut sichern. Natürlich ist das letzte Wort immer erst vor Gericht gesprochen. Wie man so schön sagt, auf hoher See und vor Gericht sind wir alle in Gottes Hand. Aber aktuelle und alte Urteile in dieser Hinsicht haben schon entsprechend das ergeben, dass man dadurch schon sich einen Markennamen relativ gut gesichert hat. Und da, wie gesagt, es im Markenrecht gilt, alt schlägt neu, habt ihr dadurch schon einen Nachweis. Ich habe unter diesem Namen schon Produkte verkauft. Ich bin unter diesem Namen sowohl als DE-Domain registriert, als auch als eBay-Shop. Dann habt ihr relativ gute Chancen, dass euch das auch niemand mehr streitig machen kann. Das als kleiner Spartipp für alle Kleinunternehmer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!